Grüß euch. Ich möchte euch heute einladen zu einer Himmelsmeditation, Himmelsbadmeditation. Und was ist der Himmel? Der Himmel ist diese glückliche, wunderbare Realität, die als Potenzial immer da ist. Wir, so wie ich das sehe, wir sind ein reines Bewusstsein, ob das Leben voll geil ist oder voll scheiße. Wir sind die Schöpfer davon. Natürlich erschaffen wir zum kleinen Teil bewusst und zum sehr großen Teil unbewusst. Und in der Zeit, wo wir jetzt leben, glaube ich, kann man einfach sehr viele unbewusste Entscheidungen, die wir irgendwann mal getroffen haben in der Kindheit oder irgendwann, kommen jetzt an die Oberfläche, wollen gesehen werden und einfach durch neue Entscheidungen und Ausrichtungen ersetzt werden. Und die Meditation, die kann da helfen, einfach Altes, was es jetzt nicht mehr braucht, durch diese neue, glückliche Realität, diesen Himmel auf Erden, das Paradies auf Erden zu ersetzen. Lass dich aufladen, genieß es und alles, was kommt, gib's einfach dem Himmel ab. Gib's Gott und der Liebe ab, gib's dir selber ab, wie auch immer du es nennen möchtest. Ich nenne es jetzt einfach Himmel und wir gehen zusammen in dieses Bad und ja, das machen wir jetzt. Da lade ich dich ein, vielleicht machst du dir mal bequem und vielleicht magst du eine Kerze anzünden oder irgendwo anderes Ritual, was du gerne machst, bevor du in Meditation gehst. Vielleicht magst du irgendeinen Meister einladen oder einen Engel, deinen Schutzengel. Der höhere Selbst, der Seele, dass sie die unterstützen bei dieser Meditation. Und dann starten wir. Dann setz dich einfach mal hin oder leg dich hin. Und spür einfach mal deinem Atem. Wie ein- und ausströmt. Und entspann dich einfach. Die Gedanken ziehen vorbei wie Wolken und du bist ganz da im Moment hier. Dann lade ich dich ein, mit mir mitzukommen. In ein Bild. Und zwar stehst du in einem Raum, in einer Halle, in einem großen Bad. Da kommt viel Licht rein, vielleicht sind die Wände und die Decke aus Glas. Und es ist angenehm warm. Und gleichzeitig sind die Fenster ein bisschen geöffnet und es kommt frische Luft herein. Vielleicht ist dieser Raum in einem Wald am Berg. Und die Luft ist frisch. Und klar, und gleichzeitig ist es warm. Bist. Bist in diesem Raum und siehst am Ende von diesem Raum, am Boden siehst du, wie es wunderschön leuchtet. Zusätzlich zur Sonne, die hier reinstrahlt. Und du gehst Schritt für Schritt nach vor. Merkst du, wie dieses Gold immer heller wird und wie du näher kommst und schon von Entfernung schon spürst, wie das, wow, wie das schon so ein Licht und eine Wärme ausstrahlt.
Gehst nun ganz nah hin. Und dann haltest du deinen Fuß hinein. Der hat die Zehen vielleicht. Wow, merkst schon. Wie es dich durchströmt. Und dann steigst du mit dem zweiten Fuß hinein in dieses goldene Bad und gehst Schritt für Schritt immer weiter hinein. Deine Unterschenkel, setzt du dich irgendwann hin, dein Gesäß, deine Oberschenkel, dann von diesem goldenen Bad, diesem warmen goldenen Licht umhüllt. Und du legst dich immer mehr weiter rein, haltest deine Hände und deine Arme rein. Und auch dein Oberkörper. Legst dich hinein in dieses Himmelsbad. Und wenn du möchtest, kannst du auch deinen Kopf unter Wasser geben und du merkst, dass du unter Wasser atmen kannst. Und vollkommen eingehüllt bist in dieses Himmelsbad. Und du spürst die Wärme, du spürst das Gold. Und lass jede Zelle deines Körpers, jedes Atom, deine Beine, deine Haut, dein Blut, deine Knochen, deine Organe, dein Gehirn, deine Lungen, dein Lymphsystem, dein Magen, deine Verdauung, dein Darm, deine Leber, deine Galle, deine Bauchspeicheldrüsen, alle Drüsen, deine Nieren, deine Blase, dass du alles von diesem goldenen Licht einhüllen. Von dieser glücklichen Realität, die immer da ist, immer zugänglich. Und du öffnest dich einfach dafür, sagst, ja, ich bin bereit, ja, boah, lass das rein, dieses Licht. Diese Liebe, diese Freude, diesen Frieden noch. Und lass es auch in deine Gedanken, in deinen Geist, in deine Gefühle und in deinem ganzen Körper. Und wenn du eine Stelle im Körper hast oder in deinen Gedanken oder in deinen Gefühlen, die mehr von diesem Licht braucht, dann lass das Licht einfach dorthin und mach dich bereit, es zu empfangen, denn es ist immer da. Braucht nur deine Bereitschaft. Du sagst einfach, ich bin bereit und mehr braucht es gar nicht. Ich lass das einfach dorthin fließen und nimm das an einfach. Dieses Gold. Lass dich aufladen, lass dich tragen, gib dich hin, diesem Licht, diesem goldenen, warmen, super coolen Bad, super schönen Bad. Es ist unendlich viel da, unendlich, nimm das so viel du brauchst. Und wenn du irgendwo Risse oder Spalten in deinem Bewusstsein findest, lass auch dieses Licht da rein, lass diese Liebe da rein, das Gold.
wenn dich irgendwas belastet im Leben. Irgendwelche Bereiche. Lass dieses Licht dorthin. Lass den Himmel dorthin. Diese goldene, glückliche Realität, die immer da ist. Immer, immer. Und wir dürfen uns dafür öffnen. Du öffnest dich jetzt dafür. Solange du möchtest. Und wisse, du kannst dich immer wieder verbinden mit diesem Licht. Du kannst immer wieder ein Bad nehmen, ein Himmelsbad. Und ich werde dir jetzt ein bisschen Musik noch machen und genieße es einfach. Nimm es voll auf und ich nimm es voll an. Und dann werde ich langsam ausfaden. Und du kannst dann danach noch liegen bleiben. Solange du möchtest, dafür du brauchst, es ist unendlich viel da. Bist du dann irgendwann wieder verbunden mit diesem Licht, in deinen Körper, ins Hier und Jetzt zurückkommst. Danke für dich. Danke für die Bereitschaft, das anzunehmen. Ich danke mir auch, dass ich da bin. Ich danke dem Himmel, dass er die Türen immer offen hat, dass wir jederzeit zurückkommen können und er uns immer wieder empfängt und immer wieder nährt. Kanar ti anduro
Kuntir hendur.